بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. So kommen wir heute zu einem weiteren Bittgebet der Niederwerfung. Und zwar سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة. Das hat mir schon erklärt im Ruku', das darf man auch sagen im Sujud. Und heute kommen wir zu Allahumma ghfir li dhanbi kullah diqqahu wa jillah wa awwalahu wa akhirah wa alaniyatahu wa sirrah. Auf Deutsch ungefähr: O Allah, vergib mir alle meine Sünden, die kleinen und die großen, die ersten und die letzten, die offenkundigen und die verborgenen. Zur Beweislage wie immer, diesmal ein Beweis nur von Abu Huraira radiyallahu anhu, der sagte, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam in seiner Niederwerfung sagte oder pflegte zu sagen: اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله وأوله وآخره وعلانيته وسره. Überliefert in Sahih Muslim. Zur Bedeutung: Allahumma, wie gesagt, ihr seht, dass die Wörter sich oft wiederholen. Allahumma haben wir jetzt schon mehr als 4-5 Mal erklärt. اغفر لي, Allahumma اغفر لي, O Allah, vergebe mir. Also ja Allah, kein Problem, kurze Wiederholung. Allahumma heißt eigentlich ja Allah, O Allah. Deswegen wird es auch so übersetzt. Ibn Manzur, ein großartiger Sprachgelehrter, in seinem Buch Lisanul Arab sagt: Al-Ghafuru, Al-Ghaffaru, Jalla Thana'uhu wa Ma'nahuma As-Satiru li Dhunubi Ibadi. Wir wissen, von den Namen Allahs ist Al-Ghafur, Al-Ghaffar, Al-Ghafir. Dieses, sagt er, hat die Bedeutung von As-Satir, jemand, der bedeckt. Was denn? Ja, die Sünden der Diener. Das heißt, er stellt dich nicht bloß, weder im Dies noch im Jenseits. Al-Mutajawizu an khatayahum wa dhunubihim. Al-Tajawuz ist darüber hinwegsehen. Nicht beachten, so tun, als wäre nichts. Allahu Akbar, möge Allah subhanahu wa ta'ala mit uns so umgehen, auf die Sünden nicht schauen, so tun, als wäre da nichts. Dann sagt er: Wa aslul ghafri at-taghtiyah. Diese Buchstaben, Rein, Fa und Ra, Ghafara, Ghafr, Ghufran, Ghafir, Ghafur, bedeutet oder haben die Bedeutung, diese Wurzeln, Buchstaben, Reinfara, haben die Bedeutung von At-Taghtiya, Bedeckung, und Sitr, Verdeckung, Bedeckung, jemanden zu verdecken und bedeckt halten. Deswegen, wenn wir sagen, Ghafarallahu dhunuba, Allah hat seine Sünden vergeben, ey, gemeint ist, Sataraha, er hat sie verdeckt vor den Augen der Menschen, im Dies und im Jenseits wird der Diener davor bewahrt werden, bloßgestellt zu werden. At-Taghtiyatu 'ala adh-dhunub. Also werden die Sünden ganz einfach bedeckt werden bzw. verdeckt. Und das bekannte Wort Al-Maghfirah, die Vergebung, Klammer, in Klammern, die Verdeckung oder Bedeckung. Das so viel zu Allahumma ghfirli. Dann sagt der Diener weiter: Dhanbi kullah. O Allah, vergebe mir, Allahumma ghfirli, Dhanbi. Wenn wir hier stehen bleiben würden und sagen würden: O Allah, vergebe mir meine Dhanbi, meine Sünden, würde es reichen. Aber der Diener hört nicht auf, er will mehr. So bringt es uns der Prophet sallallahu alaihi wasallam bei und sagt noch kullah als Bestätigung, nämlich: O Allah, vergebe mir meine Sünden, in Klammern, aber alle bitte. Das heißt groß und klein. Und gleich wird er es ja noch ausführlicher machen. Und das Wort Dhanb ist ganz einfach Al-Ithm,
die Sünde und die Masia, das sind Synonyme für Dhanb, Sünde, Dhunub oder Dhunubat. Mehrzahl, der Mehrzahl im Arabischen. Dhanb, Einzahl. Dhunub, Mehrzahl. Dhunubat, Mehrzahl der Mehrzahl. Und so sollte der Diener auch sein in seinen Bittgebeten. Gierig und alles wollen von Allah. Vergib mir nicht nur meine Sünden, nein, vergebe sie alle. Denn er ist Al-Karim, er gibt, der Edelmütige, Al-Wahhab, der unablässig Schenkende, Al-Mu'ti, der Gebende. Also warum sollte ich nicht nach dem Maximum fragen? Und so bringt es uns der Prophet sallallahu alaihi wasallam bei. So geht es weiter. Allahumma ghfir li dhanbi kulla, o Allah, vergebe mir alle meine Sünden. Dann sagt er, diqqahu wa jilla. Oder Wajulla. Jim darf man hier mit I aussprechen, mit Kasra. Jilla oder Julla mit U. Beides ist erlaubt in der arabischen Sprache. Diqqahu heißt was? Qaliluhu. Das wenige von den Sünden, was ich getan habe. Wajillahu oder Jullahu kathiruh. Die vielen Sünden, die ich begangen habe, ja sogar die ich vergessen habe, vergebe sie mir, ja Allah. Ibn al-Athir sagt, Diqqahu sind die kleinen Sünden. Und Jillahu oder Jullahu sind die großen Sünden, die man getan hat. Und die Einteilung der großen und kleinen Sünden ist fest verankert im Koran. Das ist aber ein anderes Thema. Dann geht's weiter und der Prophet sallallahu alaihi wasallam bringt uns bei zu sagen, Wa awwalahu wa akhirah. Subhanallah. Und die ersten Sünden, die ich begangen habe, und die letzten. Deine erste Sünde, so die Pubertät erreicht hast, und du zum ersten Mal gesündigt hast, vergebe mir diese und meine letztere, die ich vielleicht kurz vor ein paar Minuten getan habe. Mag sich einer fragen, was ist mit den mittleren? Die Araber, wenn sie sagen, awwalahu wa akhirah, dann meinen sie, was dazwischen ist, ohne Zweifel mit. So sprechen die Araber. Und wenn wir Araber meinen, dann meinen wir nicht die Araber von heute. Die Menschen, die aus Nordafrika kommen beispielsweise oder aus Saudi-Arabien. Nein, nein, nein. Wenn wir Araber sagen, dann meinen wir die früheren, wirklichen Araber, die die arabische Sprache beherrschten. Ibn Uthaymin hat eine schöne Bemerkung zum Wortlaut, die ersten und die letzten Sünden. Awwalahu akhirah. Er sagt, in der Erklärung von Riyad al-Salihin, وَهَذَا مِنْ بَابِ التَّبَسُّطِ فِي الدُّعَى. Er sagt, und das ist von die Dua lang zu machen. وَالتَّوَسُّعُ فِيهِ وَالتَّوَسُّعِ فِيهِ. Also sich Zeit zu lassen und sie etwas länger und ausführlicher zu machen. Warum? لِأَنَّ الدُّعَاءَ عِبَادَةٌ. Denn die Dua an sich ist Anbetung. Ja, sogar die Anbetung schlechthin. فَكُلُّ مَا كَرَّرَهُ الْإِنسَانُ زْدَادَ عِبَادَةً لِلَّهِ. Jedes Mal, wenn du etwas wiederholst im Sagen, so wird deine Anbetung länger dauern, ist ja klar. Und es ist mustahab, sehr gern gesehen, Al-Ilhah zu verrichten in der Dua. Al-Ilhah ist, es ständig zu wiederholen. Vergebe mir, vergebe mir, vergebe mir, vergebe mir, bis dir vergeben wird. Wie das Anklopfen an der Tür. Du klopfst an und klopfst an und klopfst an, bis dir geöffnet wird. Du bittest um Vergebung in allen Lagen und Wörtern. Schau mal hier. Allahumma ghfir li dhanbi kulla. Diqqahu wa jillahu wa awwalahu wa akhirah. Dann sagt er, Ibn Uthaymin, rahimahullah ta'ala, ثُمَّ إِنَّهُ فِي تَكْرَارِهِ هَذَا يَسْتَحْدِرُ الذُّنُوبَ كُلَّهَا. Während er hier alle Sünden aufzählt, groß, klein, erste, letzte, vergegenwärtigt er sich alle Sünden, die er begangen hat. Und so wird ihm auch alles vergeben. Und Ibn Hubayra in seinem Buch Al-Ifsah an Ma'ani al-Sihah sagt, هَذَا طَلَبٌ لِمَحْوِ أَثَرِ الذَّنْبِ كُلَّهَا. Subhanallah. Er sagt, das ist, hier wird darum gebeten, die Spuren der Sünden alle zu entfernen. Rahimahullah ta'ala. Ja, tatsächlich geht's weiter. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, wa alaniyatahu wa sirrah. Sünden
die offenkundig ich getan habe, und die verborgenen, vergebe sie mir, auch diese, ja Allah. Das heißt, die offenkundigen, was die Menschen gesehen haben oder was mit meinen Gliedmaßen gemacht wird, was tatsächlich gesehen wird. Und Sirra, die verborgenen, was ich alleine gemacht habe, wo mich niemand gesehen hat außer dir, ja Allah. Oder die inneren Sünden selbst, das heißt das Herz, Hass und Neid und Groll und Augendienerei, das sind alles innere Sünden. Vergebe mir, ja Allah, auch diese. Also sehen wir, dass dieses Bittgebet ein umfassendes Bittgebet ist für die Vergebung der Sünden. Und deswegen sagt Ibn Taymiyyah bemerkend dazu: فَلَمْ يَبْقَ حَالٌ مِنْ أَحْوَالِ الصَّلَاةِ وَلَا رُكْنٌ مِنْ أَرْكَانِهَا إِلَّا اسْتَغْفَرَ اللَّهَ فِيهِ. Er sagt, so ist kein Zustand von den Zuständen des Gebets ausgeblieben und keine Säulen von den Säulen des Gebets, außer dass er, sallallahu alaihi wasallam, Allah um Vergebung gebeten hat. فَعُلِمَ أَنَّهُ كَانَ اهْتِمَامُهُ بِهِ أَكْثَرَ مِنْ اهْتِمَامِهِ بِسَائِرِ الْأَدْعِيَةِ. So lernen wir daraus und wissen und entziehen daraus, dass seine größte Sorge war und Motivation war, den Istighfar am meisten auszusprechen, ja mehr als alle Bittgebete an sich, sallallahu alaihi wasallam. Weil er verstanden hat, sallallahu alaihi wasallam, dass der Mensch, der Muslim, Tag und Nacht am Sündigen ist. Und so sagt es auch Allah im Hadith Qudsi: Tukhti'una bil-layli wan-nahar. Ihr begeht ja Sünden nachts und tags. Also hat es der Diener bitter nötig, in jeder Situation um Vergebung zu bitten. Ja, sogar nach dem Taslim, das Erste, was es ist, von der Sunna aufzusagen: Astaghfirullah. Astaghfirullah, Astaghfirullah. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns vergeben. Lerne dieses Bittgebet auswendig. Spreche es aus in deiner Niederwerfung, auf das Allah subhanahu wa ta'ala dir uns alle Sünden vergibt. Hadha wallahu a'lam. Alhamdulillahi rabbil alameen.